Ich habe die Mission neu angefangen, weil ich mich verspeichert habe. Und den überfahren wir. Es kann sehr viel leichter sein, wenn man den Panzer auch die ganze Zeit nutzt. Das weiß ich jetzt. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Sollte aber nicht sehr auffallen. Und hier geht es auf magische Weise plötzlich weiter. Das sieht nicht gut aus. Müsste die Mission aber auch gleich mal vorbei sein. Rüber. Was ist das? Ein Chemiebruder. Chemiekampfstoffwerfer. Instant. Hätte ich jetzt noch ein Scharfschützengewehr? Hab ich sogar. Dann nutze ich das. Da waren aber noch mehr. Komm jetzt unten rum. Dachte ich mir doch. Was? Ich bin das nicht gewesen. Und die Feststelltaste ist auch nicht aktiviert, also keine Ahnung. Einmal schießen lassen. Und dann anzünden. Bitteschön. Und wo bin ich gekommen?
Von da, aber warum ist da noch einer? Ignorieren. Scheiße. War doch die Richtung. Nein. Oben rechts steht eine 17. Und jetzt entferne ich mich wieder. Havoc, Eva hat festgestellt, dass es in der Gegend mehrere Maschinen gibt, die über eine einzigartige Strahlungssignatur verfügen. Schalten Sie die drei Maschinen aus. Dadurch wird Nock bei seiner Tiberium-Forschung einen schweren Rückschlag erleiden. Ich empfange hier ein paar merkwürdige Werte, Havoc. Die Mission dauert wohl doch noch ein bisschen. War irgendwie dumm. Das war gar nicht geplant. 3. 3 und 2 verwechsel ich immer. Eva hat berechnet, dass es sich schon einige Zeit hier befindet, aber erst vor kurzem freigelegt wurde. Halten Sie besser Abstand. Es ist voller Tiberium. Scheiße. Kein Ding, kein Ding. Wir machen das jetzt ohne ein Scharfschützengewehr, das heißt, es wird etwas schwerer als sonst. Bleib doch stehen. In weitem könnt ihr mir eh nichts. Okay, scheiße. Diese Höhle scheint von einem Meteoriteneinschlag zu stammen. Eva hat berechnet, dass es sich schon einige Zeit hier befindet, aber erst vor kurzem freigelegt wurde. Halten Sie besser Abstand. Es ist voller Tiberium. Klingt so, als würde ein Geigerzähler irgendwo ausschlagen. Ja. Oh, genau, ein Hubschrauber. Ist klar. Ist klar. Hmm.
Scheiße. Hätte mir ja sagen können. Dann gehen wir lieber hier lang. Ach, das Teil hat geschossen. Gott. Danke, dass du mich nachladen lässt. Sehr freundlich. Tiberium-Maschine. Vielen Dank. Danke. Er wollte gerade nicht speichern. Das will jetzt nicht speichern. Bisschen aufrüsten. Und dann reicht hoffentlich das platzierte C4. Ajo. Das ist 5. Leitsatz 004. Dein Körper ist dein Tempel. Und der Tempel ist heilig. Achte darauf, dass die Stufen des Tempels sauber sind. Der kommt mir bestimmt entgegen. Wollen wir ihn empfangen, so wie es ihm gebührt? Oder er hat sich schon schlafen gelegt? Nein, hat er nicht. Shit, die ist leer. Aber die Pistole wird nie leer, das weiß ich jetzt. Aber man muss sie halt trotzdem nachladen. Bis ich mal meine Tasten hier gefunden habe. Ich fühle ja immer nur, ich gucke auf den Bildschirm. Und das dauert dann. Aber so lernt man es halt. Ist leer. Schon wieder mal.
lauter neue Sekundärziele. Müssen, wenn sie zuerst die Hand von Nord zerstören. Sie erinnern sich doch noch, wo die Hauptkontrollstation ist. Das weiß ich nur zu gut. Danke, dass du mir die Antwort abnimmst. Ich hätte wahrscheinlich was anderes gesagt. Wie komme ich daran? Das wird wohl noch eine Weile dauern, dann mache ich das Video am Ende der Mission zu Ende. Können wir halt nicht pro Video eine Mission schaffen. Ist hier auch nicht schlimm. Okay. Die sind immer sehr überraschend. Und dieser Raketenwerfer ist sehr effektiv gegen Infanterie. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den auch mal einzusetzen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, dass das nicht so gut wäre. Ist es doch. So, ich könnte wohl einfach hier weitergehen und die Mission beenden. Aber ich will ja die sekundären Ziele auch erreichen. Und deswegen versuche ich das. Solange ich C4 habe, kann ich das auch. Achtet auf Scharfschützen, schnappt sie euch! Nicht ganz souverän, aber effektiv. Hieß es nicht rot, bedeutet das Gebäude wurde zerstört. Irgendwie ist es das noch nicht. Küchenschiff. Zeig dich. Heilung irgendwo. Wir gucken erstmal einen schönen Film. Wenigstens nervt hier nicht das Propagandageschwätz wie in der letzten Mission. Das Ding ist riesig. Ein Schuss. Dachte ich mir nämlich, dass ich mich hier ein bisschen auffüllen kann. In diesem Trainingsgelände. Yeah.
Sehr schön. So ein Bauplan wäre jetzt nicht verkehrt. Hier war ich schon. Habe ich mir natürlich absichtlich aufgehoben, damit ich jetzt auch nochmal was einsammeln kann. Ich glaube, hier geht's wieder raus. Probieren wir aber aus, wenn er irgendwann kommt. Danke. Das sieht doch richtig aus. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Diese Tür erfordert eine Sicherheitsfreigabe der Stufe 1. Hey. Okay. Neun. Die Zahlen stehen oben drüber, ich bin ja auch blöd. So, bringt das irgendwas? Ja, aber es dauert so sehr lange. Und wer weiß, ob das C4 ausreicht. Nö. Ich muss diese Kontrollstation finden. Dieses Kontrollpanel. Panel. Wenn ich jetzt befreie, habe ich das sekundäre Ziel wohl nicht erreicht, aber was soll's. Oder sie hauen ab und ich habe verloren. Siehst gut aus. Du bist tot. Ups. Probleme. Infiltrieren. Ich dachte, ich sollte so tun, als wäre ich sein Freund. Ups. War nicht so gut. Stehe ich vor dir, wenn du kannst. Was hält denn so viel aus? Überpro oder was? Hoffentlich kann ich die Sequenz skippen. Nö. Nochmal gucken. Dann versuche ich aber gleich mal direkt zu speichern. Siehst gut aus. Du bist tot. Ups. Probleme. Irgendwie ein Kommandotyp ist das. Deswegen hat er sich rausgehalten. Wie komme ich denn jetzt sicher runter? Ich habe doch keinen Fallschirm wie ein Battlefield-Tool.
darüber springen. Ups. Hat auch ganz gut geklappt. Wo ist er denn dieses Mal? Okay. Das kam überraschend. Aber diesmal hat er irgendwie gefehlt. Das war doch nicht der, den ich gerade erschossen habe. Egal. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen besser aus, als es eigentlich war im Video zuvor, weil ich die Mission ja neu gespielt habe. Hab das letzte Sekundärziel nicht erreicht. Ich könnte es jetzt suchen und würde es bestimmt finden. Aber mache ich nicht. Ist jetzt nicht so groß. Gut, dann war's das für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao.